Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Über Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie muss echt nichts mehr gesagt werden. Ich mach's trotzdem. Na ganz ehrlich, jetzt, wo ich auch endlich die 4K UHD Blu-rays in meiner Sammlung habe, ist es natürlich wieder Zeit, ein bisschen Revue passieren zu lassen, was für ein bahnbrechendes Meisterwerk aus der kreativen Feder des Neuseeländers da entsprungen ist. Für lange Jahre galt die Vorlage von J.R.R. Tolkien als absolut unverfilmbar. Lediglich eine kurze, wie soll man sagen, Zusammenfassung als Zeichentrickfilm von Ralph Bakshi hat existiert und gerade als Peter Jackson das Projekt annahm, jemand, den man in erster Linie durch seine Splatterfilme Bad Taste und Braindead kannte, der aber eben mit zum Beispiel The Frighteners bereits auch internationale Produktionen realisiert hat, war doch ein bisschen Zweifel da. Schafft er es, so ein riesiges Projekt zu stemmen? Ja. Und wie? Dieses Jahr durfte ich Gimli-Darsteller John Rhys-Davies auf der Austria Comic Con auf meiner Mainstage begrüßen und ich habe auf meinem Zweitkanal The Pork and Knuckles Show vor einiger Zeit über diese Trilogie gesprochen, was mich eben natürlich dazu gebracht hat, mir die Filme noch einmal anzuschauen und dabei darauf zu kommen, dass die Blu-Rays, die ich hatte aus dieser wundervollen hier Shelf Edition, wie ich sie gerne nenne, zwar ganz nett waren, aber von der Qualität her jetzt auch nicht absolut bemerkenswert, was mich natürlich noch mehr daran interessiert gemacht hat, doch die 4K Blu-Rays in meine Sammlung aufzunehmen. Da kann ich mich noch erinnern, wie diese Box damals angekündigt und veröffentlicht wurde von Warner, war sie unglaublich gefragt, sehr schwer zu bekommen, vor allem die deutsche Auflage, wirklich teilweise unverschämt teuer. Und auch die Version aus Italien, die wir jetzt hier vor uns sehen, war verhältnismäßig hoch gehandelt und außerdem bei den meisten irgendwie nur verbeult angekommen. Aber mittlerweile hat sich das Ganze irgendwie normalisiert. Diese Trilogie war bei Amazon Italien wieder im Sortiment und das noch dazu in einer 3-für-2-Aktion. Geil. Und ich habe dann natürlich zugeschlagen, habe mir eben auch den Hobbit dann noch gleich mitbesorgt. Aber bevor wir uns jetzt die eigentlichen Steelbooks und Boxen und Discs anschauen, finden wir hier eben noch ganz kurz heraus, dass jawohl, es ist hier in diesem Set natürlich eben auch deutscher Ton enthalten bei allen drei Filmen. Wichtig ist, es handelt sich um ein 9-Disc-Steelbook-Set, das heißt, es sind ausschließlich die 4K-Discs enthalten, eben mit jeweils beiden Filmen, einerseits die Kinofassung auf einer Disc und andererseits eben die Extended-Version, wie bereits bei den Blu-Rays aufgeteilt auf zwei Discs. Der einzige Unterschied zwischen dem hier stehenden italienischen Set und der deutschen Alternative ist einfach dieser Backcover-Zettel. Sobald man diesen hier entfernt hat, hat man dasselbe Set, das man eben auch in den anderen Ländern kaufen kann. Und das finde ich absolut großartig. Ich liebe diesen Look, wie Warner hier ganz wundervoll hier auf der Box einerseits eben schon mit diesem Metallic-Look spielt, wie eben auch bei den Steelbooks hier. Wunderschön, wie gerade dieser goldene Bereich diesen Metallic-Effekt eben bieten kann, dass das Ganze hier absolut schön mit diesen blauen Farbklecksen gemacht ist. Auch der Übergang hier an der Kante sehr schön und sauber verarbeitet. Man merkt, Warner hat mit dieser Edition irgendwie eine Lawine losgetreten, die sie jetzt dann eben auch bei einigen anderen Titeln bringen. Einerseits eben ihr Monsterverse, andererseits eben auch die Mad Max-Reihe werden ebenfalls in solchen Boxen veröffentlicht. Die allererste, die es davon gegeben hat, war, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die amerikanische Best Buy-exklusive Harry Potter Collection, aber die war, glaube ich, sogar nur Blu-ray-only. Und ich habe bereits eine Rambo 1-5 Steelbook Collection aus Amerika in diesem Stil. Aber wir schauen jetzt eben hier einmal auf das erste Steelbook zu The Fellowship of the Ring. Und was ich persönlich absolut genial finde, ist, wie man auch hier mit dieser Leuchtkraft des Steelbooks spielt. Das ist ein wundervolles Motiv. Eines finde ich eben, dass diese epische Fantasy-Atmosphäre absolut genial weiterverbreitet. Ein Motiv, das ich ehrlich gesagt bei einem Major-Label wie Warner fast nicht für möglich gehalten hätte, dass man es sich eben hier traut, ein nicht absolutes 0815-Motiv zu verwenden, sondern eben eines, das
wahrscheinlich auch vielen Leuten gar nicht gefällt. Im Inneren haben wir da eben die drei Discs. Einerseits hier die Kinofassung und dann eben hier die Extended Edition als Doppeldisc-Edition. Einerseits eben Disc 1 und Disc 2, um andersrum aus irgendeinem Grund hier eingeräumt gewesen. Und natürlich eben hier ein durchgehendes Innendesign, das ebenfalls ein bisschen den metallischen Steelbook-Effekt durchlässt hier im Hintergrund. Dabei aber finde ich bei weitem das Ganze nicht so akzentuiert macht, wie man es hätte machen können. So hätte man natürlich wesentlich besser mit einer partiellen Grundierung gearbeitet, dass eben nur der Himmel im Hintergrund den Steelbook-Effekt durchlässt und beispielsweise dann hier die Berge oder das, die Berge nicht, das Wasser wiederum schon. Das ist halt einfach nur ein Bild, das in die Mitte von einem Steelbook geklatscht wurde. Dafür sieht's aber eigentlich überraschend gut aus und gefällt mir persönlich eben auch wahnsinnig gut. Trotzdem, das äußere Design finde ich an der Stelle absolut unübertroffen. Schauen wir aber einfach einmal weiter, wie der Stil jetzt dann fortgesetzt wird bei The Two Towers. Auch hier absoluter Wahnsinn. Man sieht eben zwar noch genialer wäre es vielleicht gewesen, wenn zum Beispiel eben diese Übergänge, diese Höhe von dem Weg hier bei allen Steelbooks quasi gleich wäre, beziehungsweise eben direkt aufs nächste übergehen würde. Aber auch hier, wie diese zwei Türme hier schemenhaft dargestellt werden, wunderschön, wie diese ganze grainige Atmosphäre mit eben den entsprechenden Bäumen hier und natürlich ebenfalls diesen wundervollen Metallic Steelbook-Effekten dargestellt sind. Das finde ich großartig. Das finde ich echt, echt fantastisch. Und auch hier dann auf dem Backcover noch ein schönes Motiv, das sich ebenfalls hier sehr, sehr schön diesen Steelbook-Effekt zunutze macht. Das Einzige, was mich ein bisschen stört bei diesen Steelbooks, ist halt etwas, das mir bei den Warner Steelbooks in der letzten Zeit immer wieder auffällt, diese fetten Cast and Crew Credit Blöcke. Aber wir sehen dann eben da im Inneren auch in einer anderen Farbe, color-coded, diesmal quasi in Rot, haben wir auch hier die drei UHDs von diesem Film und können dann noch, Scharfstellen war grad geil, und können dann im Inneren eben hier eine der Schlachtszenen sehen, auch die so gemacht wie bereits beim ersten Teil, ein bisschen eben mit diesen veränderten Farben, dass sie ein bisschen diesen güldenen Look vom Äußeren des Steelbooks annehmen, aber auch hier sehr schön eben wie dieses Metall reflektiert, abhängig vom Lichteinfall und das Ganze zum Leuchten bringt. Das Ganze wirkt hier fast noch ein bisschen passender als beim ersten Teil, ist aber ebenfalls hier sehr, sehr schön ausgefallen. Und last but not least, wenn wir hier die Discs wieder in ihren angestammten Platz gebracht haben, können wir uns den letzten Teil anschauen, nämlich The Return of the King, Lord of the Rings Teil 3. Auch das ganz ehrlich, persönlich muss ich fast sagen, von diesen drei Steelbooks eigentlich mein absoluter Favorit. Ich liebe Gollum. Gollum ist großartig und dass er hier natürlich auch auf dem Frontcover vorkommt, finde ich wundervoll. Dass hier natürlich diese elbische Inschrift vom Ring vorkommt, ist absolut großartig. Die Adler, die sie definitiv nicht einfach hin zum Schicksalsberg fliegen hätten können, sind auch noch im Hintergrund abgebildet. Außerdem dazu eben auch hier wieder wunderschön dieser güldene Hintergrund, auch hier beim Schicksalsberg, wie schön hier diese einzelnen Elemente ein bisschen zum Leuchten anfangen, wenn man das Steelbook bewegt, das ist absolut genial, ich liebe diesen Look. Und auf dem Backcover dann eben hier auch noch ein kleines Bildchen mit eben dem selben gewohnten Rahmen und dazu, ja, die Cast and Crew Blöcke in Fett, aber jetzt einmal ans Eingemachte im wahrsten Sinne des Wortes, da warten natürlich auch hier wieder drei Discs, einerseits mit der Kinofassung, andererseits eben mit der Extended Version, eben statt den über 100 Euro, die diese Steelbook Sets im Endeffekt gekostet hätten, wenn man sie sich bei Erscheinen gekauft hätte, habe ich jetzt jeweils um die 70 bezahlt, also absolut der Wahnsinn. Hier finde ich fast beim dritten Teil übrigens absolut genial, dass hier die Farbe vom Innendesign besser zu den bläulichen Discs passt. Auch finde ich hier
der ist wesentlich besser mit dem inneren Design umgegangen ist, weil eben die Tiere hier nicht den metallischen Steelbook-Effekt durchlassen, sondern lediglich der etwas unscharf gezeichnete Untergrund beziehungsweise eben der Himmel im Hintergrund, was dem Ganzen, finde ich, ein wunderschönes dreidimensionales Design bietet. Natürlich hätte man noch ein bisschen kräftiger und ein bisschen akzentuierter fast arbeiten können hier im Innendesign, aber von allen Steelbooks, die wir hier in dieser Box vorgefunden haben, ist das in meinen Augen das Schönste hier vom dritten Teil. Aber generell ist das, finde ich, eine absolut tolle Edition. Vor allem finde ich es auch absolut großartig, wie viel Wert Warner hier eben auf diese Einheitlichkeit gelegt hat, dass diese drei Steelbooks nebeneinander absolut phänomenal aussehen. Dann außerdem eben vom Look und von der Aufbereitung her noch zu dieser Box absolut genial passen. Außerdem hier in diese Box wunderschön eingefasst wurden, dass man eben nicht davor Angst haben muss, dass beim Versandweg irgendetwas verrutscht, irgendetwas beschädigt wird. Die Dinge gleiten hier auch ganz sauber und sorgfältig hinein, ohne irgendwie zu fest gehalten zu werden oder zu locker zu sein. Das ist absolut perfekt durchdacht. Eine großartige Collection, eine wunderschöne Reihe und ich freue mich persönlich wirklich, wirklich riesig, dass ich die jetzt auch in meiner Sammlung habe, weil das ist genial. Ich liebe die Herr der Ringe Trilogie und das, finde ich, ist neben der wunderschönen Buchedition oder Buchregaledition, die ich schon seit einiger Zeit in meiner Sammlung habe, eine weitere würdige Edition, die man unbedingt haben sollte.